Hallo und willkommen, ihr Helden da draußen. Das ist Pinky und ich bin Brain. Naja, wenn ich schon Pinky bin, ich kann mir Sachen nicht merken. Ich habe mir ja alles auf den Zettel geschrieben. Und zwar, worum geht es hier heute eigentlich? Und zwar heute... Entschuldigung, ich muss du lachen. Du findest das lustig, ja? Ich konnte es mir wirklich nicht merken. Also, heute geht es um die Entscheidung der Kappsäge, ganz wichtig. Für welche Kappsäge haben wir uns nur eigentlich entschieden? Dann geht es noch um die nächsten Videos. Und dann haben wir Fragen an euch zum Thema Werkbank oder Einrichtung. Da kommen wir gleich, das zeigen wir euch. Und dann vor allem noch eine Frage zum Thema Absaugung, wo wir uns auch sehr unschlüssig sind. Jo, und du brauchst eine Heizung, mir ist kalt. Ja, die Heizung zeigen wir euch gleich mal, die wir jetzt gerade hier haben. Und denkt dran, jeder Kommentar kann immer noch gewinnen. Am kommenden Wochenende, also am den Tag, wisst ihr ja, losen wir hier... Losen, das steht nicht aus einem Zettel. Das steht hier nicht drauf. Losen wir ja die Black Beauty aus. Ja. Genau, und denkt dran, jeder Kommentar gewinnt, oder nee, nicht jeder Kommentar, jeder Kommentar hat die Chance zu gewinnen. Genau. The Brain. Ja, für welche Kappsäge wir uns entschieden haben, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben die Bosch genommen. Ja. Und vielleicht magst du kurz auflösen, wer hier Team Kappsäge und wer Team Bosch war. Natürlich war ich Team Bosch und du warst Team Carpex. Und warum? Genau. Natürlich, ich war nicht Team Kappsäge, ich war Team Carpex. Carpex habe ich doch gesagt. Ja, aber ich habe, naja, ist ja auch egal. Also, ich war Team Carpex, weil ich ursprünglich eigentlich diese kleinen Funktionen oder annahm, dass die kleinen Funktionen so etwas sind, die mich total begeistern. Ich war auch wirklich unentschlossen und am Ende des Tages, wie es immer so ist, ja, haben die Frauen die Macht an sich gerissen und haben die Entscheidung getroffen. Vielleicht sagst du uns auch, warum. Ja, das ist eigentlich ziemlich einfach. Im Endeffekt waren es genau zwei Punkte. Punkt 1, der Preis. Und Punkt 2, es ist einfach, das Arbeiten mit dieser Säge hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Wir sind beide Rechtshänder, von daher hat uns der Griff bei der anderen Kappsäge überhaupt nicht interessiert. Ich finde es viel angenehmer und irgendwie, ich finde die Größe toll. Ich finde einfach, dass diese Größe hat mich auch überzeugt. Ja, also wir wissen jetzt, Sandra steht auf große Kappsägen. Und ich muss sagen, das ist schon ein sehr männliches Gerät. Ja? Also das ist schon echt, das ist auch groß und das ist so Tim Taylor, das ist eine Tim Taylor Kappsäge, oder? Bin ich dann der Bärtige? So, schaut mal. Dieses kleine niedliche Ding ist unsere Heizung. Es ist ein 2 kW Ölradiator. Gefühlt für unser Ballsaal an Werkstatt viel zu klein. Ich friere immer noch. Hey, jetzt mal ein bisschen im Vlog-Style. Hey Leute. Was geht ab? Nee, es geht jetzt um die neuen Projekte. Die Projekte für die nächsten Tage oder für die nächsten ein, zwei Wochen. Mal gucken. Wir haben uns sehr viel vorgenommen, aber vielleicht auch mal als Info. Ihr seht jetzt hier in der Werkstatt, wenn wir uns das hier mal angucken, ja, hier seht ihr allgemein noch nicht so viel Fortschritt. Ja, also wir hätten jetzt gern mehr Fortschritt, aber woran liegt das? Wir sind beide in den letzten zwei Wochen, glaube ich, nur 3 Tage zu Hause gewesen, waren dauernd auf Reisen. Leider nicht privat, sondern dienstlich, also da war leider sehr, sehr viel zu tun und hatten überhaupt keine Zeit zum Basteln und Drehen. Wir vermissen langsam unsere Werkstatt. Genau, ich würde gerne mal wieder hobeln. Yay! Gutes Stichwort, das war eine Überleitung, oder Leute? Also, wir haben hier unseren Hobel und das Wichtigste ist, ich hoffe, ihr habt das Video gesehen mit Mr. Handwerk. Wenn nicht, verlinken wir euch das hier oben. Guckt euch das Video unbedingt an. Sicherheitshinweise, sage ich nur. Genau, also spult gerne mich, überspult mich, das ist mir egal. Guckt das mit Mr. Handwerk die zweite Hälfte des Videos an, ja. Weil das ist uns wirklich, wirklich wichtig. Ja. So, was machen wir jetzt? Morgen bauen wir hier den Hobel um und dann kommt das Video Pimp My Hobel. Und dann haben wir hoffentlich Spaß und ihr auch. Und ich glaube, dann haben wir zumindest einen Hobel, den hat so keiner. Na, hoffentlich. Genau. So, ich stehe wieder vor unserer schicken Tür. Wer das Video dazu noch nicht kennt, schaut mal, ich glaube, da oben. Perfekt. Wir verlinken das Video nochmal. Ansonsten, es ist schon eine echt mega geile Tür. Aber wir hatten dann noch eine kleine Idee, wie wir diese ganze Tür nochmal etwas aufhübschen können. Dazu wird es demnächst auch ein Video geben, das da heißt Pimp My Schiebetür. Und um euch ein bisschen auf die Folter zu spannen, schaut mal. Wir haben da schon ein Paket und ich bin echt gespannt. Ich freue mich drauf. So, jetzt kommen wir also wieder zu den Fragen an euch. Und ich bitte euch wirklich um Feedback und eure Meinung.
Und zwar, erstes Thema ist, wir haben hier ja unsere Wand und unsere große Werkstatt ja immer noch. Und ja, wir waren nicht so erfolgreich oder fleißig in den letzten Tagen. Aber ich habe mir hin und her überlegt, wie ich das hier so machen möchte mit der Kappsäge. Weil jetzt, wo ich weiß, welche Kappsäge es wird, habe ich mir auch überlegt, was ich machen möchte. Und zwar werde ich eine Kappsägestation bauen, die genau hier stehen wird. Also so entweder etwa so hier in diesem Bereich wird die Kappsägestation stehen. Und jetzt, wo ich das weiß, habe ich jetzt aber so Knoten im Kopf, was mache ich mit dem Rest des Weges hier hinten? Und zwar haben wir hier in Summe von hier vorne bis dort hinten haben wir 6 Meter. Also wir haben hier volle 6 Meter Länge. Und die Frage ist, was stelle ich hier an diese Wand dran? Wohl wissend, dass ich hier eigentlich immer noch eine große, French Kit oder sowas ähnliches Wand bauen möchte, mit wo auf jeden Fall Werkzeuge und Sachen untergebracht sind. Und die Frage ist, stelle ich hier eine zweite Werkbank hier ran oder baue ich hier eine Schleifstation oder so Schleifgeräte oder eine Schleifstation quasi? Oder kommt hier eine Bandsäge hin und eine Bohrmaschine, also Standbohrmaschine oder nicht? Weil das steht ja dann auch wieder alles vor der Wand. Wie ist da eure Meinung? Da bin ich ein bisschen unentschlossen. Der zweite Punkt ist das Thema Absauganlage. Und ihr kennt ja meine Absauganlage, glaube ich, hier oben. Hier habe ich 50er Rohre. Ja, und hier mit dem schönen, ich guck mal, ob du hier durchfilmen kannst, hier hinten mit dem schönen Schalter hier, wo man wunderbar die Absauganlage ein- und ausschalten kann. Und natürlich sie auch mit auf Automatik stellen kann. Das ist eine wirklich gute Anlage. Wer nicht kennt, verlinke ich euch auch hier oben. Auf jeden Fall ist die Frage für mich aber, beziehungsweise erst einmal das Wichtigste, ich brauche eine größere Absauganlage für den Hobel. Das haben wir ja schon festgestellt, habe ich auch im letzten Video zum Thema Hobel auch gesagt. Wir brauchen also einen etwas größeren Rohrdurchmesser und eine Absauganlage, die auch einen großen Rohrdurchmesser verarbeiten kann. Und jetzt ist die Frage, über die ich schon länger nachdenke, ob wir beide auch so ein bisschen streiten, brauchen wir jetzt zwei Absauganlagen, eine Absauganlage mit einem kleinen Rohrdurchmesser für kleine Geräte und eine Absauganlage mit einem großen Rohrdurchmesser für die großen Geräte, oder reicht es völlig aus, wenn ich eine große Absauganlage habe mit einem großen Durchmesser, wo nur kleine Rohre abzweigen zu den kleineren Geräten? Was ist denn da eure Meinung? Da sind wir wieder. Genau, und ich habe euch hier oben eine Abstimmung verlinkt zum Thema Rohrdurchmesser für die Absauganlage. Was lachst du da? Entschuldigung. So, also ich habe euch da oben die Abstimmung verlinkt. Und ansonsten, es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eure Meinung unten in die Kommentare schreibt. Weil ihr habt uns in der Vergangenheit wirklich sehr, sehr viele und gute Hinweise gegeben. Ja. Und gerade Absauganlage ist ein heiß diskutiertes Thema. Und ich will ich will auch nichts falsch machen. Ja. Was Wichtigste ist natürlich, es lohnt sich ja auch für euch. Definitiv. Genau. Denn unser Gewinnspiel läuft noch eine Woche, ne? Ja, eine Woche. Also bitte kommentiert, gebt eure Meinung ab. Genau. Wer es nicht kennt, verlinke ich euch auch hier oben. Ich verlinke euch alles hier oben. Da sind wir wieder. Haben wir das nicht eben schon mal gesagt? Nee, das hast du doch rausgeschnitten. Das werdet nur ihr erfahren. Ja, diese Woche leider kein Projektvideo. Und für alle, einige haben unter dem Mustang-Video, was ich übrigens richtig toll finde. Ich auch. Sie auch. Haben ja drunter geschrieben, Mensch, haben wir keine Ideen mehr. Wir haben doch Ideen. Wir haben Ideen, und zwar haben wir letztes Mal alle Ideen aufgeschrieben und wir haben ein Buch mit 100 Seiten vollgeschrieben. Also wir haben immer oben eine Überschrift drüber geschrieben und haben über 100 Projektideen. Also an Projektideen mangelt es uns gar nicht, sondern eher an Zeit. Definitiv. Aber ich bin auch echt gespannt. Ich möchte hier unbedingt weitermachen. Ja. Ich will das endlich. Ich will jetzt. Ich auch. Ich möchte es gemütlich und warm. Warm auf jeden Fall. Ja, in dem Sinn würde ich sagen. Genau. Werde der Held in deiner Werkstatt.